Guten Morgen, lieber Stier. Herzlich willkommen zu deiner Legung vom 1.6. bis zum 15.6. Ich hoffe, es geht euch allen gut. Heute nach dem Motto, der frühe Vogel fängt den Wurm, deswegen hier noch meine Tasse Kaffee. Meine Lieben, schön, dass ihr wieder mit dabei seid und mir eure Zeit schenkt. Ich bin sehr dankbar dafür. Was will ich sagen? Ihr habt bestimmt schon, und wenn nicht, dann schaut da gerne mal in der Community nach unter dem Button Community. Da habe ich einen Post gesetzt. Die Shanti hat euch heute die Karten ausgesucht, und zwar die Tarotkarten. Sie war der Meinung, dass dieses Tarot darf heute mit dabei sein. Und ich weiß auch, dass einige dieses Tarot richtig toll finden. Und deswegen hat mich das sehr gefreut. Wir starten diese Legung mit den Krafttieren heute. Wir haben zwei verschiedene Tarots und wir haben hier die Lennemore-Karten, wo wir gucken, wie es weitergeht. Wir schauen einfach impulsmäßig, was kommt in den kommenden 14 Tagen auf euch zu. Ich halte diese Legung relativ ja, großflächig bzw. eher sehr neutral, weil ich halt möchte, dass so viel wie möglich mit ihren Themen, die sie halt haben, in Resonanz gehen können. Und deswegen werden wir einfach mal schauen, was hier vielleicht mehr dominiert. Wir gucken mal. Ansonsten kannst du dir sehr gerne nochmal die Legung angucken für den Juni in der Liebe. Die ist sehr speziell, aber ich denke, da werdet ihr euch ein Stück weit wiederfinden können. Was möchte ich euch noch sagen? Ich spreche immer aus der Sicht einer Frau. Ja, Zeit ist fließend. Und switche einfach die Informationen, die du aus den Karten bekommst, auf deine Situation um. Ja, es kann nicht auf jeden zutreffen, weil es halt eine Kollektivlegung ist. Dafür sind dann die persönlichen Legungen da. Wie gesagt, wie ihr mich erreichen könnt, steht unten in der Infobox, genauso auch, welche Karten ich verwende. Okay. Denkt bitte an die 20% Aktion im Juni. Ja, auch dazu habe ich in der Community einen Post gemacht. Es wäre ganz gut, wenn ihr regelmäßig einfach mal da reinschaut. Ich poste da, wenn es Neuigkeiten gibt, poste ich da doch ab und zu mal was für euch. Dann muss ich es nicht bei jedem Video erwähnen. Aber nichtsdestotrotz, meine lieben Stiere, starten wir jetzt erstmal los. So, was gibt es denn für die Stiere in den kommenden 14 Tagen? Um was geht's? So. Oh, die Legung hatten wir gerade. Steinbock, Willensstärke, Konzentration und Ausdauer sind jetzt erforderlich. Dein Weg wird dir Erfolg und neue Wachstumschancen bringen. Ja, wunderbar, meine lieben Stiere. Ich zeige es euch hier nochmal direkt in die Kamera rein. Ja, so, dass es nicht so blendet. Mal gucken. Genau. Also. Ja, willensstark seid ihr definitiv. Wenn ihr was wollt und ihr habt Fokus auf etwas, dann werdet ihr definitiv die Sache angehen. Genau, Konzentration, Ausdauer kann ich nur bestätigen. Die habt ihr auch. Ja, und ja, dein Weg wird dir Erfolg und neue Wachstumschancen bringen. Das heißt, auch du darfst hier in die Aktion kommen. Auch du darfst hier, egal in welchem Bereich, darfst du hier definitiv neue Wege gehen. Ja, wir gucken jetzt mal gemeinsam, um was es hier geht. Für den Stier bitte. Ich lege erstmal die Karten aus, meine Lieben, und dann geht's los, okay? Ja, wunderbar. Guckt mal bitte. Die Hauptenergie vom ersten Tarot-Deck, der Tod. Der Tod bedeutet nicht, dass du jetzt sterben wirst, sondern der Tod bedeutet, dass hier etwas Altes gehen möchte. Ja. Damit sozusagen dein Weg, der sozusagen hier sehr erfolgreich sein wird, dir neue Wachstumschancen bietet.
Und die neuen Wachstumschancen, lieber Stier, kommen dann, wenn du Platz geschaffen hast. Und zwar Dinge, die dir nicht mehr dienlich sind, zurückgelassen hast. Das ist ein Prozess des Transformierens. Das heißt, du schaffst Platz für Neues. So. Und ich finde es bei dir in deiner Legung sehr, sehr interessant, weil wir haben ja hier die Ausdauer und die Konzentration, die für dich wichtig ist. So, wir haben hier als erste Karte Ass der Schwerter. Das ist Luftenergie. Das ist direkte Energie. Das heißt, Fokus auf das, was du möchtest, in einer ganz direkten Chance für einen Neuanfang, für das, was du hier neu beginnen möchtest. Nicht ein bisschen Mimimi, sondern ja, ich will, ich Stier mache. Ich Stier mache direkt. Ja, und ich Stier gehe auch direkt los, indem ich mich, ich nutze die direkte Chance, die mir ins Haus geflattert kommt, die ich sozusagen durch mein Handeln und Tun, die ich erwirkt habe dadurch, und kann dann konstruktiv nach vorne gehen mit dem Wagen. Ja, sehr, sehr schöne Energie, Aufbruchsenergie, Schöpferenergie. Ja, du wirst hier wirklich definitiv vorangehen. Wir haben hier zwei der Stäbe. Zwei der Stäbe ist noch so ein bisschen die Stagnation und das Abwarten. Ja, und ich bezeichne oder ich kriege auch rein, das hat nichts mit dem Wagen zu tun, sondern du gehst zwar voran, aber du fühlst in die Situation, wenn ich jetzt hier die Chance nutze, wenn ich hier vorangehe, ja, wie fühlt es sich an? Du guckst dir das auch nochmal an, ja, indem du sagst, okay, was habe ich jetzt verändert und wo stehe ich jetzt? Ja, aber das ändert nichts daran, dass du hier nicht weitergehst, sondern du fühlst einfach in die Situation und du beobachtest dann in dem Moment, wie hat sich jetzt die Veränderung in mein Leben ausgewirkt, ja? Und was auch sehr schön ist, wir haben hier den Pagen der Kelche. Der Page der Kelche ist auch jemand, der dir ein Angebot macht, aber von Herzen. Ja, also es kommt hier auch jemand auf dich zu, der sozusagen sagt, hey, Stier, wie sieht's aus? Ich habe dieses, jenes, welches Angebot. Hast du Interesse? Ja, so, das kann, wie gesagt, in der Liebe, es kann aber auch im Beruf sein. Das müsst ihr halt wissen, was ihr für Themen habt, ne? Aber auf jeden Fall ist das hier eine Chance für einen direkten Neuanfang. Es ist das Vorangehen. Ja, wir haben hier, meine Lieben, die Herrscherin. Das passt auch sehr gut, weil die Herrscherin lässt sich von ihrem Vorhaben nicht abbringen. Ja, also du wirst hier definitiv, und guck mal, sie hat hier einen dicken Bauch, ja, das heißt, steht auch für Neuanfang. Du wirst definitiv einen direkten Neuanfang machen in dem Bereich, wo du sozusagen sagst, da möchte ich was verändern, da möchte ich mich weiterentwickeln. Und das wirst du definitiv auch angehen und auch tun. So, wo geht's denn mit dem Wagen hin? Da möchte ich jetzt mal gucken. Der Wagen, ja, schon wieder. Also du hast definitiv das Vorangehen, definitiv nicht nur im Kopf, sondern da bist du von Kopf bis Fuß bist du auf neu eingestellt. Auf das Direkte. Ich lasse mich nicht vom Weg abbringen. Ja, es könnte hier auch sein, dass du zum Beispiel eine zweite Chance bekommst oder dass du hier die erste Chance nochmal manifestierst und sagst, ja genau, ich weiß, das ist mein Weg. Ich weiß, das ist genau das, wo ich mich drauf konzentrieren muss, wo ich die Ausdauer habe, weil es ist eine Chance für Wachstum. Ja, und da lässt du dich definitiv, Stier, lässt du dich nicht von abbringen. Wir haben hier die zwei der Stäbe. Warum zwei der Stäbe? Ah ja. Es gibt hier etwas, Stier, bei zwei der Stäbe, in diesem ganzen Vorankommen, wo du nicht hingucken darfst, sondern wo du hingucken musst. Ja, also hier bei zwei der Stäbe und vier der Schwerter ist es wichtig, dass du kurz stagnierst, aber hinguckst. Und zwar direkt, auf gut Deutsch, direkt ins Leben. Also gucke hin, diese Veränderung, diese Chance, die du hier bekommst, mit dem Neuanfang, das Vorangehen, ja,
Bezug nehmend auf den Neuanfang, schau dir das bitte genau an. Ist das wirklich das, was du möchtest? Ja? Und wenn ja, mit zwei der Stäbe, wie fühlt es sich an? Wo kannst du gewisse Dinge optimieren? Wo kannst du gewisse Dinge verändern? Letztendlich eine sehr schöne, positive Energie. Ja? Der Page der Kelche, wo ich gesagt habe, da kommt jemand liebevoll auf dich zu. Da kommt jemand mit einem Angebot auf dich zu. Ein ernst gemeintes Angebot. Was ist das hier? Was ist hier Page der Kelche? Wow. Der Page der Kelche, wie gesagt, es ist jemand, der liebevoll auf dich zukommt. Wir haben hier eine Personenkarte, ja. Es kann hier jemand sein, der sehr direkt ist. Das würde aber auch hier wieder zum Ass der Schwerter passen, ja. Dass hier dieser Neuanfang hier mit dem König der Schwerter zu tun hat. Das ist ein Luftzeichen. Kurze, knappe Sätze, direktes Artikulieren. Ich habe hier einen Vorschlag für dich. Wie sieht's aus, ja? Kann jemand aus der Familie sein, kann jemand sein, der im Bereich der Liebe mit dir gerne eine Familie gründen möchte. Das musst du jetzt wirklich wissen, der hier liebevoll auf dich zukommt. Also in der Liebe kann es hier ein König der Schwerter sein, der sozusagen gerne mit dir eine Familie gründen möchte, der gerne mit dir sein möchte, sich vorstellen kann, mit dir eine Partnerschaft einzugehen. Aber auch im Bereich der Berufung, des Berufs kann es hier sehr wohl sein, dass es hier ein Teampartner sein kann, dass es hier ein Geschäftsmitführer sein kann oder mit ein Geschäftsmitinhaber sein kann. Ja, das, wie gesagt, im beruflichen Sinne ist es auf jeden Fall etwas, was neu anfängt. Wir gucken mal weiter hier, weil wir hatten den Tod. Das passt hier natürlich auch zur Transformation, dass du hier Altes zurücklässt. Es ist auf jeden Fall jemand, der neu in dein Leben kommt, ja? Ja, guck mal. Und wir haben hier den Gehängten. Das heißt also, du wirst, und das ist wieder stiertypisch, du wirst hier definitiv keine voreiligen Schlüsse ziehen. Du wirst dir die Situation, egal auf welcher, in welchem Bereich, wirst du dir aus einer anderen Perspektive angucken. Und das ist schon mal eine sehr, sehr gute Tendenz für dich, weil du dich dann mit dem Thema absolut beschäftigen wirst. Ja, das Vorankommen, das Neue, sich das direkt angucken. Und wie gesagt, das ist hier kein, ich möchte mir das angucken, sondern ein direktes Angucken. Du wirst es müssen, ja, weil du dich mit diesem Thema beschäftigst. Und das ist auch so ein bisschen, was die Stiere brauchen. Manchmal brauchen die Stiere ein bisschen Druck, so nach dem Motto, ey, entweder machst du oder du machst es. Ja, und das ist hier so, bei Vier der Schwerter hast du nicht die Wahl, sondern da musst du, ja. So, wir fragen mal die Lennemore-Karten, was es jetzt hier noch zu sagen gibt. Ich hätte bitte gerne ein paar Botschaften noch für die Stiere, um was geht es hier? So, also was ganz klar ist, als Outcome-Karte haben wir hier die Entscheidungen. Da habe ich schon mal erklärt, Entscheidungen sind, ist eine Situation, wo du hier die Treppe hochläufst, du kommst an einen Punkt an und dann wirst du dich entscheiden. Ja, das hat was mit Scheiden zu tun, mit Scheidung zu tun. Es wird etwas enden, also dieser Weg endet hier und scheidet dann sozusagen in zwei weitere Bereiche. Und du darfst hier die Entscheidung treffen, welchen Weg du gehst. Gehst du hier den rechten oder gehst du hier den linken? So, was hat es jetzt mit deiner Legung zu tun? Ganz einfach. Wir haben hier einen direkten Neuanfang, Stier, ja? Mit der Herrscherin wirst du dich definitiv davon auch nicht abbringen lassen. Und es kann hier bei dir im Bereich mit dieser Herrscherin und
Energie der Herrscherin und dem Ass der Schwerter kann das hier zu einer Wunscherfüllung führen. Deswegen lässt du dich hiervon auch nicht abbringen. Ja, also Wunscherfüllung oder aber auch Klarheit. Ja, wir haben hier den Wagen, wir haben hier wieder Ass der Schwerter, also das Vorangehen im Neuanfang. Und das ist sehr interessant, weil jetzt ist einerseits nimmst du Fahrt auf, aber andererseits kann diese Karte Ängste bedeuten. Ist das wirklich so richtig, wie ich das mache? Das würde dann passen zu den vier der Schwertern. Ja, es kann aber auch die Intuition sein, dass du fühlst, es ist genau richtig, dass das jetzt passiert, was hier passiert. Ja, also deine Intuition redet mit dir, dein Bauchgefühl, dein höheres Selbst spricht mit dir. Ja, und wenn du darauf hörst, dann wirst du relativ schnell eine Entscheidung treffen können. Wir haben hier zwei der Stäbe, vier der Schwerter, wo ich gesagt habe, du guckst, kurze Stagnation, du musst aber, musst du dir die Situation angucken. Und warum hast du hier zweimal so ein bisschen die Stagnation drin? Weil mit den Masken ist es so, dass du wirklich ehrlich zu dir sein darfst. Ja? Du musst hier hingucken, wie gehst du vor, was hast du vor, wie soll es werden? Ja? Und dazu musst du ehrlich zu dir selber sein, aber auch ehrlich zu deinem Umfeld, zu dritten Personen. Die Ehrlichkeit ist hier ganz, ganz groß im Vordergrund, ja. So, ein Angebot, was auf dich zukommt, ja, durch einen König der Schwerter im Bereich Familienthema, kann hier relativ schnell eintreffen, dass der Klee steht für schnell und kurzes Glück, sozusagen kurze Dauer, ja. Also es dauert nicht lange, dass du hier sozusagen, dass dieser Mensch hier auf dich zukommt. Wir werden sehen, was du mir in den Kommentaren schreiben möchtest, wenn du mir darauf eine Antwort geben möchtest. Ich freue mich auf jeden Fall sehr. Was Fakt ist, und das finde ich sehr, sehr schön bei euch, es hat hier mit Willensstärke zu tun. Du wirst hier die Geduld haben, um diese Dinge, diese Wege, die Situation, die du hier hast, neu zu begehen, weil du letztendlich schon intuitiv spürst, dass hier etwas Neues kommt und dass das aber auch richtig ist, was kommt. Okay, mein lieber Stier, in diesem Sinne, ich danke dir, denn du bis hierhin geguckt hast. Ich hoffe, ich konnte dir ein Stück weiterhelfen und du bist mit dieser Legung in Resonanz gegangen. Ich freue mich sehr über dein Abo, ich freue mich sehr über dein Like und natürlich auch über deine Kommentare. In diesem Sinne, lieber Stier, fühl dich umarmt, alles, alles Liebe. Macht's gut, ciao, eure Katrin.